What? Was ist jetzt passiert? Also ich hatte die Tür gerade gewiss nicht gelöst. Also ja. Warum habe ich jetzt oder hat das Spiel jetzt Gnade in mir gehabt, weil ich lange hier gedreht habe? Ich wollte gerade anfangen aufzuschreiben, wie es richtig geht. Also Trank des ewigen Jägers und ein Jagdhorn und ein Astrolabium. Schön. Wo ist eigentlich Bones hin, während ich hier gerade stundenlang im Kreis gedreht habe? Na gut, schön. Sag ich mal. Ich notiere mir also, ich muss mir keine Notizen machen. Schön. Gut, wieder einmal gezeigt, dass ich absolut keine Intelligenz habe und eine halbe Stunde an einem Rätsel rumdrehe. Wäre das jetzt eh so und ich hätte die Episode irgendwie das Drehrätsel von Kalador oder so genannt, wären bestimmt wieder Leute vorbeigekommen, die sich dann bei mir beschweren, dass ich das Rätsel gar nicht richtig löse. So, dieser Schwertgriff liegt jetzt direkt hier rechts an der Treppe, oder was? Nee, der liegt da oben auf dem Dach. Möchte mir bitte mal irgendjemand erzählen, wie man das Ding hier ohne Questmarker finden soll? Achso, der liegt vielleicht nicht oben auf dem Dach, sondern unten. Oder? Das wäre zumindest logischer, wenn das Ding hier einfach nur draußen liegen würde. Dann hätte man zumindest eine Chance. Ach ja, Klinge des Gründungsschwerts. Als ob. Wie genau stellen die Leute sich das vor, dass man den Scheiß hier findet? Das Schatz verschnappt der Schatten. Wo kommen denn diese ganzen toten Dämonen hier? Also, wieso habe ich die letzte Mal nicht gelootet, die Bande? Na gut. Ja, toll. Ich war selten so gut unterhalten. So, und hier war noch dieser komische. Ob man da auch wieder hochfliegen kann mit Papageienflug? Tote Skelette, die ich noch unter größten Schmerzen erschlagen habe. So, und hier müsste irgendwo. Ich glaube, oben. Oder hier? Hier ist die Truhe, die ich noch. Das Schloss ist zu kompliziert. Ach Quatsch, das Schloss ist überhaupt nicht so kompliziert für mich. Da legen wir mal kurz einmal hier den. Silberzunge. Warum immer eigentlich eine schwarze Perlenkette? So, hier, easy. Schon kriegen wir das Schloss auch auf. Obwohl, das ist gar nicht gesagt. Das ist so ein Schloss. Das ist ein 120er Schloss und eine Schädelarmbrust. Schnaps der Schatten? Von dem haben wir gerade das Rezept gewonnen. Schnaps des Kämpfers und 315 Gold. Wow. Also gut, dass wir dafür dass die Fähigkeiten hatten, ne? Na gut, dann kann ich mir aber zumindest die Truhe hier ab. Burgruine, linker Turm 120. Kann ich mir zumindest abkreuzen. Dann weiß ich, dass ich die nicht mehr suchen muss. Ich hatte, YouTube hat mir auch einer geschrieben, dass das total sinnvoll wäre. Ja, mal bei Spielen mal ganz schnell Schlossknacken zu leveln, damit man dann halt die Schlösser gleich alle knacken kann. Das Problem ist halt, irgendwann hast du immer irgendwie Schlösser, bei denen du nicht schaffst sein. Du hast halt irgendwie so ein komplett linear aufgebautes Spiel, wo sowas halt nicht vorkommt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da auch irgendjemand. Was ist denn dafür gerade eigentlich gar nicht abgespeichert? Ach, das sind 3,99. Uiuiui. Also die nächste Episode ist die 100. Aber gut, ich habe auch das Gefühl, dass wir langsam sich dem Ende nähern. Wilson, was? Lass mich mal an die Schmiede. Also er lässt das einfach zu, das ist ja auch witzig. So, kann ich mittlerweile Schattenspiel bauen? Oh ja, kann. Oh, ich habe wieder Eisenerz gefunden. Ich hoffe, das ist kein magisches Eisenerz. Warte mal, was brauche ich dafür? Dafür brauche ich nur die beiden Teile, ne? Dann die Klinge Sverndorn. Zerbrochener Griff. Achso. Und Kalalos. Trönungsschmied. Und Schattenspiel noch. Gut. Möchte eigentlich irgendjemand was von diesem Krönungsschwert hören? Oder habe ich dir das einfach nur. Na gut, ich könnte jetzt hier bei ihm, kann ich glaube ich das Geisterritual abgeben, oder? Nochmal zum Geisterritual. Ich glaube, ich habe den Zauberspruch für das Geisterritual gefunden. Tatsächlich? Woher hast du ihn? Ich fand ihn in alten Aufzeichnungen eines dunklen Kriegers in den Ruinen im Osten. Ja, das ist der Zauberspruch, wie es in den alten Schriften vermerkt ist. Gute Arbeit, mein Junge. Toll. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Was ist denn jetzt mit der Crew? Zirkel? Hatte hier gerade Wildenstein, Schwerter, Armbrust, Astralsicht. Na gut, das ist halt irgendwie. Nö. Ich habe vorhin immer noch 10.000 Gold, obwohl ich schon echt lange nichts mehr verkauft habe.
Es interessiert sich jetzt endlich niemanden mehr, dass ich Kalados Krönungsschwert an mich gebracht habe? Scheint allen Leuten egal zu sein, ne? Ach ja, hier. Ich habe das grüne Feuer im Leuchtturm angezündet. Sehr gut. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Was möchtest du als Belohnung? Geld. Eine ordentliche Entschuldigung wäre... Was habe ich das? Ich bin noch nicht gut genug. Ach komm, dann machen wir hier. Geht aufs Haus. Wirklich? Du hast einen sehr edlen Geist. Wahrscheinlich ist die Erfahrung, die du auf dieser Reise gewonnen hast, mehr wert als alles Gold der Welt. Danke dir vielmals. Yay. Vor allem, weil er mir auch nochmal Erfahrungspunkte gegeben hat. So, habe ich jetzt eigentlich endlich mal 100 Seele? Ja, menschlich. Also das ist das, wie normalerweise Menschen sind. 100. Die Kraft unserer Fu... Ja, ja. Oh, okay, Fan hat auch nichts Neues mehr zu erzählen. Würde ich denn... Bin ich, glaube ich, auf... bin ich auf Kalador jetzt wirklich durch? Das Glasauge? Kila? Piranha? Kila? Taranistan? Okay, habe ich. Gut. Dann werden wir uns jetzt wohl mal der Seeschlag gegen Morgen widmen müssen, oder? Weil ansonsten bleibt mir ja nichts mehr, außer noch die Fischerhütte, aber das ist mir jetzt eigentlich auch egal. Also in der Fischerhütte liegt da noch ein Gegenstand. Ich kann auch noch kurz reden. Saufkopf! Ah, Nebelkrähe! Du machst dir hier einen schönen Tag, ja? Polly, passt auf! Ah. Ach ja? Worauf passt du denn auf, Kleiner? Böse Männer! Ah, Schatten! Ah, machen alles kaputt! Ja, ich weiß. Hoffentlich ist der Spuk bald vorbei. Polly lieb! Ah. Ja, schön aufpassen. Nebelkrähe. Hey, dir ist aber schon klar, dass hier alles drunter und drüber läuft, ja? Was meinst du? Na eben genau das. Du weißt nicht einmal, wovon ich rede. Du musst dich mehr um deine Crew kümmern. Sonst tanzen sie dir am Ende nur auf der Nase herum. Das mache ich doch. Außerdem, wenn alle Stricke reißen, verlasse ich mich ganz auf dich. Ja, ja. Was genau will sie von mir? Ich kümmere mich hier doch um meine Crew. Es hat sich quasi noch nie so jemand so gut um seine Crew gekümmert, wie ich mich um meine. Außer dass Edward gerade weg ist. Die Schatten machen keinen Spaß, was? So kann man es auch ausdrücken. Verdammte Höllenbrot, man spürt förmlich, wie der Hass in allen hier aufsteigt. Wir müssen ruhig bleiben. Blinde Wut wird uns nur schaden. Ja, ein kühler Kopf ist jetzt sehr wichtig. Und wenn jemand besonnen zu Werke geht, dann bist du es, nicht wahr? Aha, das ist um die Crew kümmern? Jaffa hat nachgedacht. Oh je. Ja, Jaffa versteht immer noch nicht die Sache mit deinem Geist. Tja, irgendwie ist eine Hälfte von mir hier, während die andere im Schattenreich herumirrt. Aber wenn du hier bist und gleichzeitig an einem anderen Ort, geht das Gold, das ich dir gebe, auch dorthin? Nein, das bleibt glücklicherweise in meiner Tasche. Dann ist Jaffa beruhigt und kann dir das nächste Gold geben. Hier, für guten Captain. Das beunruhigt ihn? Das wird immer weniger. Hast du wieder etwas Neues? Warte, ich schau nach. Ah ja, hier. Das ist vielleicht etwas für dich. Mit diesem Zeug hast du den Blick des Goldes. Es kann dich alles, was aus Gold ist, in deinem Umfeld aufspüren lassen. Sollte für einen alten Piraten sehr interessant sein. Naja, geht so, weil ich das schon kann. Aber danke. Gut, dich zu sehen. Hey, ach, ist auch Bolo. Such dir wen anders zum Reden. Halt mal die Augen auf. Mal sehen, was Nerio noch zu sagen hat. Diese Totenkopfhöhlen sind schon so ein Phänomen. Aha. Ja, wer solche riesigen, haushohen Felsenformationen aus dem Boden schieben kann, muss verdammt viel Kraft aufwenden. Ich kann nur hoffen, dass ich dem Urheber nie gegenüberstehen muss. Ah ja, So, ich hoffe, wenn ich mal die Seeschlacht gegen Morgen relativ easy abgehandelt kriege. Wo ist denn jetzt Edward hin? Haben wir den komplett verloren? Na gut. Seeschlacht 2. Na gut. Dann fahren wir einfach mal. Fahr ich den jetzt eigentlich wohl oder Angst? Ich will gerade schnell reisen, das geht ja nicht. Dann fahren wir halt mal. Ich war noch nie auf der Nebelinsel. Und der Vogel hat von der Nebelkrähe gesprochen. Wir fahren einfach mal dahin. Wir werden eh überfallen. Okay, erste Sequenz ist egal. Oder kommen wir jetzt tatsächlich an dort? Natürlich nicht. Bones!
Mhm. Verdammte Scheiße, sie haben eine Bombe! Und die liegt da einfach so hin und das möchte keiner verhindern? Bestimmt total klug auf dem Schiff. Aha. Hä? Wirklich? Und die rennen einfach so durch und keiner verhindert? Das ist jetzt also das große Ding, womit sich das. Das ist so, wie man heutzutage also Schiffe versenkt. Man, wie viel das Ding vor allen Dingen so wirft, ne? Jetzt kommen jetzt über drei oder was? Oh Mann, ist das dumm. Conny, wo kommen die denn genau her? Ich kann die nicht mal looten, weil es so eilig ist, ne? Pass auf, jetzt kommen gleich vier. Ja, aber sicher doch. Weil vor allen Dingen ja so komische oberkörperfreie Piraten großartige Chancen gegen Magier haben. Ach, da ist er ja. So, jetzt heißt es du oder ich und ich sage ich! Das ist aber nicht das Schwert, weil ich normalerweise. Ich kann ja mal fair sein und. Mein leuchtendes Schwert. Ich habe mir gar nicht mein anderes Schwert angeguckt, ne? Ich habe noch gar nicht meine legendären Schwerter angeguckt, die neu gebaut habe. Ah, das Blitzschwert ist eigentlich sehr passend, oder? Hier haben wir ausweichen, ne? Bursche, bring mich nicht dazu zu schummeln. Wow. War schon sehr episch, die Schlacht. Ja. Nun. 1000 Ruhm habe ich gekriegt. Idioten, was haben sie denn gedacht? Ich möchte gerne wissen, was Captain Morgan den abtrünnigen Piraten für ihre zweifelhafte Loyalität bezahlt hat. Nicht genug. Jetzt werden sie unter unserer Flagge segeln oder sterben. Gut so. Wir können ihre Kampfkraft auf See gut gebrauchen. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Wann ist das denn passiert, dass wir die rekrutiert haben? Warte mal, jetzt sehen wir mal. Wir haben die ewige Flamme? Ja, die habe ich ja schon länger, ne? Das Ferndorn. Eine sehr alte Waffe, geschmiedet, um gegen Schatten zu kämpfen. Das ist Ferndorn. Nee, das ist nicht Ferndorn. Das ist, keine Ahnung, was es ist, aber es ist nicht Ferndorn. Ich muss die immer auf die 1 packen. So, das ist Ferndorn. Also sie blutet jetzt nicht direkt Schatten. Hm. Ah, ich weiß nicht. Oh, 45 mit 90. Die macht aber vom Damage her. Ist die eigentlich ganz gut. Schnitter. Kalados Krönungsschwert. Ja, die ist quasi genau das gleiche, oder? Das sieht halt irgendwie ein bisschen epischer aus. Das Kalados Krönungsschwert. Aber das war's dann auch schon. Wir haben was Neues. Es macht halt 45 bis 90 und ist halt ein Schwert. Und das Ferndorn ist halt eine Stichwaffe, oder? Ja, das ist ein Schwert und das andere. Also das ist quasi an sich die gleiche Waffe, nur... Obwohl, nee, das Ferndorn ist sogar besser, weil es als Stichwaffe kannst du... Kriegst das noch Boni. Ja, aber das ist, das Blitzschwert ist fast genauso gut als Stichwaffe und das leuchtet noch episch. Na, fuck. Also ich bleib auf jeden Fall bei Blitz. Ich weiß immer noch nicht, was das Ding vorher mal war. Aber egal. So, Bones. Ist das die Insel aus deinen Träumen? Ja, das ist sie. Wer weiß, welche Geheimnisse hier verborgen liegen. Tu dir einen Gefallen und leg dich nicht mit den Blauröcken an. Die haben den Finger immer am Abzug. Die sind hier? Komm mit. Sicher. Man sieht auch Polly im Wasser. Ich habe übrigens komplett vergessen, dass wir eine Quest haben mit der Nebelinsel, dass hier Bones irgendwelche Träume hat, ne? Ach ja, siehst du, so einen Schatz habe ich auch noch. Ja, weibliche Reize, Ramm und Ausbruch. Achso, ich soll auf Antigua neulich. Ah ja, gut, den soll ich auch noch anfragen. Naja, machen wir noch eins. Wünschst du dir nicht manchmal die alte Zeit wieder zurück? Meinst du die Zeit, als unser Vater ständig betrunken war?
Oder meinst du die Jahre, als wir uns alleine durchschlagen mussten, weil er nie da war? Ich denke, es könnten ein paar weniger Probleme sein hier und da. Aber heute sind wir eindeutig besser dran. Ja. Polly? Hilfe! Hilfe! Ah! Was ist los? Wer braucht Hilfe? Pollys Papa! Ah! In Höhle! Ah! Wenn ich bloß wüsste, wovon er da redet. Ist Pollys Papa wirklich dein Papa? Also ein Vogel? Ah! Saufkopf! Ach komm schon, jetzt tu nicht so, als wenn du mich nicht verstehst. Der Vogel hört wirklich sehr selektiv auf, irgendwie. Neron? Mein Onkel hat immer gesagt, ich soll mir meine Kraft aufsparen für eine wirklich große Aufgabe. Bald ist es soweit. Da wird dieser Moment kommen, an dem ich alles geben muss, um zu überleben. Alles wird gut. Ach, ich habe befürchtet, dass du so etwas sagen würdest. Und die Seeschlacht, die wir gerade erlebt haben, war nicht das Ereignis, was er immer überleben wollte? Hast du eigentlich Angst vor dem Tod? Ich habe schon zu viel vom Schattenreich gesehen, um Angst davor zu haben. Stimmt, wir wissen ja, dass es danach weitergeht, nicht wahr? Trotzdem hoffe ich, dass du bald wieder unter uns Lebenden weilst, mein Freund. Nett, das sind fast schon freundliche Worte, wa? Oh, ich habe Edward tatsächlich verloren, ne? Das ist weg. Ups. Hey, du bist doch interessiert an magischen Dingen, oder? Sicher. Dann ist dieser Trank hier genau das Richtige für dich. Sadek hat hier den Blick der Magie. So findest du alles, was magisch ist, schneller als jeder andere. Yay. So, dann ist Jafar und dann haben wir wieder... Warum sind Menschen eigentlich immer so böse, wenn Jafar in der Nähe? Keiner will sich von dir beklauen lassen. Ganz einfach. Warum so schlimm? Komm schon. Der Unterschied von mein und dein ist dir ja wohl bekannt. Aber Gnome müssen sammeln. Ist wie atmen. Menschen vielleicht irgendwann verstehen. Hier, nimm Gold für gute Taten, Homie. Das wird tatsächlich immer weniger. Das sind vor allem so krumme Zahlen, das fühlt sich wie Prozentpunkte an. Von irgendeinem Grundwert. Oh, ich habe Edward tatsächlich verloren. Das habe ich irgendwie letztes Mal nicht ganz so realisiert. Nun gut, dann wollen wir an Land gehen. Beim nächsten Mal.